So, hallo. Wir machen weiter. Bei WarioWare Get It Together. Ah, wir sind noch mittendrin hier irgendwo gelandet. Gehen wir mal fix raus. Das ist wahrscheinlich. Weiß ich, gibt es schon was Neues? Keine Ahnung. Ich gehe erstmal ins Menü. Ja, der Part, den ich jetzt aufnehme, der kommt auch gleich morgen, wenn ich schnell genug bin. Sonst kommt morgen gar kein Part. Wir machen einfach weiter hier, Wario-Peter zu füllen. Wir haben, glaube ich, bis Nintendo gefüllt, ne? Tiere ist noch nicht gefüllt. Oh Gott, ja. 7 Stück. Gut, ich weiß da eh nicht, welche wir schon hatten und welche nicht. Von daher ist das eigentlich sogar Wurst. Ah, wait. Tiere war dann in dem Abschnitt gar nicht mehr drin, ne? Das heißt, wir gehen einfach hier irgendwo. Ach, das waren Tiere, genau. Genau. Let's go. Mal gucken, was alles kommt. Ich wollte gerade sagen, das muss irgendwie da noch drunter. Okay. Vertreiben. Ja, das kennen wir auf jeden Fall schon. Fliegen lassen. Das kenne ich nicht. Okay. Befreien. Das kennen wir. Hinlänglich. Das kennen wir auch. Ah, die andere Seite, ich trottel. Oh mein Gott, das war knapp. Yo, Mission geschafft? Was für eine. Ich habe das super schlecht gespielt. Was kann das denn für eine Mission gewesen sein? Verschütte alles Essen und gib dann den Vögeln noch was, oder? Okay, keine Ahnung. Wir werden sehen. Ja, was soll ich denn tun? Was war nicht da? Die Katze. Das kenne ich. Ah, ich muss den angreifen bestimmt. Scheiße, ich hätte ihn bestimmt irgendwie angreifen müssen oder so. Ach so. Okay. Das war aber auch neu. Wir hatten jetzt schon einige neue. Wir hatten jetzt echt schon einige neue. Das kennen wir auch schon. Schlange weg. Fuß aufs Kurs. Ausweichen. Das ist auch neu, glaube ich. Raus aus dem Wasser. Ich raus oder was? Ja, wer raus? Das Viech oder was? Das kennen wir auch schon. Boss. Ah, nee. Das kennen wir auch schon. Oh, da habe ich schlecht getimed. Oh, sie kriegt den Boss. Was war denn hier der Boss? Ach, das mit dem Merken. Genau hinsehen. Okay, ein großer und ein kleiner Elefant. Ein Krokodil. 3 große Zebras, 2 kleine Zebras, 1 Zebra hat einen Apfel. Frage 1. Giraffe. Frage 2. Krokodil. Er hat die Zebras, klar. Okay. Gut. Das war der Boss. Was für ein Glück. Ein Leben dazu. Hurra. Ach, und es gibt wieder Bonusspiel, stimmt. Oh, das ist mit ihr ja ziemlich chillig, glaube ich. Naja, ging so. Aber interessant mit ihr auf jeden Fall. Oh Gott, er. Da muss ich immer aufpassen, dass ich mich nicht an die Decke plötzlich begebe.
Gut, das war easy. Vertreiben. Das sollte mit seiner Zunge auch sehr leicht sein. Sehr schön. Verschrecken. Das kennen wir noch nicht. Oder doch, das könnte das... Ah, naja, das könnte das sein, was das... Also das könnte dieses Äquivalent sein zu dem mit der Katze in der Tür. Das könnte das gleiche sein, weil wir sind jetzt ja in Level 2. Säubern. Das kenne ich nicht. Aber das ist auch jetzt mit ihm... Das ist... Oh, da ist er überhaupt nicht der richtige Kollege für. Ja, aber ich krieg das da nicht rein, so. Ja. Okay. Nein, da muss der Haufen drüber. Drüber. Oh, gerade so. Der Beat wird schneller. Befreien. Okay, wie? Was? Ja, so nicht. Okay. So, wie viele Dinger fehlen jetzt noch? Ich will jetzt erstmal nachgucken, weil mich das super mega interessiert. Was wir da für eine Mission gerade bekommen haben. Eines fehlt noch. Okay, genau eines. Sehr schön. Das ist doch was. So, aber was haben wir da jetzt gemacht? Schließe das Spiel Vielfraß Vögler, mit dem du mindestens 30 Snacks verschüttest. Es war halt wirklich... Es war halt wirklich, kipp einfach die Hälfte daneben und mach's dann noch richtig. Gut, das kann ich. Solche Missionen kann ich. Gar kein Problem. Mach erst alles falsch und mach es dann richtig. Das krieg ich hin. Gar kein Problem. Okay, schön. So. Also, auf der Jagd nach dem... Ah, das ist so ein Mist. Ich kann mit dem überhaupt nicht... Oh, das hat gerade gezählt. Ja, auf der Jagd nach dem... Nach dem letzten Spiel. Das wollte ich sagen. Ah, ich kann es unterdrücken. Ah, schön. Es ist zwar irgendwo eklig, da auf die... Naja, den Haufen mal zu berühren, aber was willst du machen, ne? Befreien. Okay. Easy. Ganz okay. Jetzt wird's schneller. Ja, geh halt weg. Es geht los. Genau hinsehen. Okay, Katze, Kuh. Was war nicht da? Giraffe. Antwort korrekt. Mhm. Aufbrechen lassen. Bam. Ja, los. Zu treten geben. Das ist mit ihm auch sehr angenehm. Oh, jetzt kommt er wieder. Boah, zum Glück, ey. Es geht los. Und schneller. Ja, ja, füttern. Ja, ja. Aufschlagen. Das war auch sehr angenehm mit ihr. Ah, ich hätte auch die Ninja-Sterne werfen können. Ah, okay, es ging um den Typ. Es ging um den Kollegen. Das haben wir vorhin falsch gemacht. Okay, noch kein neues bekommen. Jetzt kommt erstmal wieder die Bossphase. Die halt einfach nur lange dauert und einfach ist. Erstmal randalieren überall. Okay, zwei Löwen. Einschlafendes Zebra. Zwei Papageien. Oha, okay. Die am Wasser waren. Frage 1. Zebra. Ja komm, ich hab's doch schon richtig. Mach weiter. Frage 2.
Ja, Papagei. Mach weiter. Frage 3. Krokodile gab's nicht. Okay. Easy. So kann's weitergehen. Oh, stimmt, das ist mit ihm auch einfach eigentlich, ne? Da kann er hier so einmal voll da überall rein. Schade. Ich wollte die Reihe da unten noch mitnehmen, aber naja. Was soll's. So, Wario ist dran. Ja, das wirkt für mich so, wie wenn das Ding ist, was die Katze war sonst mit der egal. Fliegen lassen. Okay. Vertreiben. Sind eigentlich, muss man mal sagen, in der Reihe sind es eigentlich relativ sehr viele einfache Spiele. Füttern. Es gibt zwar, oh Gott, das wird jetzt, ja, das wird jetzt ungünstig. Oh, gerade so. Puh. Befreien. Okay. Was wollte ich sagen? Egal. Ja, ich weiß nicht, was ich da machen muss. Das habe ich noch nicht verstanden. Ich wollte sagen, es sind sehr viele einfache Spiele. Genau hinsehen. Das könnte eine. Was war nicht da? Der. Das war halt schon interessant, so ein Mischmasch-Spiel. Nein! Uff. Das war knapp. Aufbrechen lassen. Nee, nicht mehr. Oh mein Gott, das war pures Glück. Das war natürlich geplant. Okay, rüber. Sehr schön. Nein! Oh, ich weiß immer nicht, wann die... Ach, verdammt. Okay. Trotzdem, es sind recht viele einfache hier. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das eines der Dinger ist. Bei denen man die einfach hin und her fährt. Bei denen man vielleicht mal die Dreier-Bosse schafft. So, eine Giraffe, vier Dings, Vögelviecher, ein schlafendes Zebra. Die Vögelviecher waren am Wasser, glaube ich. Frage 1. Die Zebras. Ach Quatsch. Lost. Oh mein Gott, komplett lost. Wie bin ich denn auf die Idee jetzt gekommen? Das war ja komplett bescheuert. Ich kann das. Jetzt krieg ich kein Leben dazu, schade. Befreien. Also das war ja gerade echt bescheuert. Oh Mann. Boah, das war knapp. Oh Gott. Der da braucht... Oh mein Yes. Alter, ist ja gut. Fliegen lassen. Aber wir haben halt noch nicht... Wir haben noch nicht das neue Spiel bekommen, verdammt. Verscharren. Runter. Drüber. Okay. Vertreiben.
So. Erstklasse. Aufbrechen lassen. Nice. Ich bin dabei. Entchen zur Mama. Ah, da ist es. Was muss ich tun? Entchen zur Mama? Okay, hier. Ah, beide. Komm mit. Komm mit. Na ja, okay. Gerade so. Oh, das war knapp. Ich weiß nicht, was ich... Okay, dieses Befreien-Spiel muss ich mir angucken. Ich weiß nicht, was ich da tun muss. Weder das... Mona ist begeistert. Ach, Mona, sorry. weder das Dings... das Ding kann ich nicht angreifen. Ich weiß nicht, was ich da tun muss. Wo ist es denn? Ach, da gleich das Erste. Die verhexte Echse. Echt verrückt, was so einem Chamäleon alles in der Zunge kleben bleibt. Das süße Tierchen braucht Hilfe, aber wer die Zunge berührt, der kriegt den Schock seines Lebens. Ja, aber wie geht das jetzt? Vorgang. Befreien! Ah, doch, die Dinger! Okay. Dann hätte ich nur nicht in das Feuer gedurft vorhin oder so. Ja, also muss ich das irgendwie in den Flügeln dann? Befreien! Ja, Junge, das ist schwierig. Befreien! Das geht dann von oben, okay. Befreien! Sie kann die auch wahrscheinlich einfach anschießen oder so. Ja, das hat ja super geklappt. Befreien! Yo, das ist voll schwierig. Okay, aber gut, das ist dieses Spiel. Ist ja egal, wir haben's. Sport. Fangen wir Sport noch an. Oder, naja, 17 Minuten. Nee, wir machen noch eine Runde Wario Cup. Haben wir schon? Ist noch die Quiz-Serie auf Zeit? Die ist noch, ne? Okay. Ach so, ja, machen wir mal so, keine Ahnung. Ich habe komplett vergessen, was da dran war. Ah. Getränk finden. Welche ist höher? Verbinden. So. Du und jetzt du. Hallo. Mein Gott. Ah, oh, das ist so dumm. Okay. Nase finden. Da. Ihr. Nimm sie halt. Wer war's? Ah, ich wollte nicht. Da, da. Das Schöne ist, mit ihr kann man eigentlich sehr schnell die ganzen Auswahlgeschichten machen. Weil bei den meisten ist so das Problem, während du hinläufst, berührst du die anderen und dann werden die gezählt. Das willst du ja gar nicht. Zusammensetzen. Oh Gott, das da und das da. Im Zielfeld landen. Ich brauche eine 2. Ich... Mann, ich dachte, ich kann das so anstupsen. Wie mache ich das jetzt bei dem? Ach so muss ich's machen, okay. Oh Mann. Gott. Servieren. Er will wie immer den Muffin. Drei leuchten lassen. Das sind auch, ne? Das meine ich. Dass die Auswahldinger sind mit ihr sehr angenehm. So. Nachbauen. Oh Gott, was? Die Kugel muss drauf. Nein!
Ah! Das war viel zu ärgerlich, Mann. Code einstellen. Nein, da war doch schon die Eins. Du Nuss. Sheesh. Das sah kurzzeitig echt gut aus und dann habe ich es aber nochmal richtig verhauen. Schade. Das sah kurzzeitig echt noch fast gut aus. Komm, einmal noch. Aber die Auswahl war eigentlich nicht so schlecht. Sie ist echt gut geeignet für die meisten Sachen hier. Er war nicht so gut, weil er hatte diesen, ne? Also das... Ich würde noch Mike nehmen. Vielleicht so viele, die fliegen können. Irgendwie so. Weiß nicht. Nehmen wir noch Dribble. Mal gucken. Aufpassen. Obst finden. Ah, das ist wieder das Dumme, dass er das anschießen muss und nicht einfach dagegen hüpfen kann. Okay, das ist jetzt mit ihr vielleicht ungünstig. Oh, das ist jetzt mit ihr richtig. Das ist mit ihr scheiße. Welche ist höher? Umstellen. Nein, der muss hoch. Mist, zu lang gebraucht dafür. Nase finden. Nein, die ist da drüben. Okay, er ist dafür gut. Er ist dafür super. Nein, das war richtig. Er ist dafür super. Aufpassen. Tier finden. Alles klar. Zusammensetzen. Das da und das da. Wer war's? Was? Der da. Will der jemals was anderes? Hexe besiegen. Sehr schön. Im Zielfeld landen. So, ich brauche die Eins. Uff. Oh, die kam zum Glück gerade. Code einstellen. Oh, nee. Die passt. Die muss runter. Oh Gott, schießen. Okay, schießen war die Option. Drei leuchten lassen. Das ist das, das und das. Ah, da. Nein! Oh, Mann, das war knapp. Okay, Stern. Aber das ist tatsächlich eine sehr gute Charakterwahl gewesen, glaube ich. Ich glaube, das sind sehr gute Charaktere gewesen dafür. Ja, jetzt kommt der Müll wieder hier. Aber auch er, ja, auch bei ihm kann man hier sehr wenig falsch machen, dass man die Falschen erwischt. Oh, das war gut. Das war Silber, ne? War das Silber oder nur Bronze? Ah, Bronze. Okay. Bronze war's. Sheesh. Okay. Aber immerhin ein bisschen verbessert. Aber das waren gute Charaktere. Da hatte ich jetzt eigentlich keinen Charakter, wo ich sage, okay, mit denen wird das schwierig. Also die waren wirklich praktisch. Oh, es war ganz knapp an Silber vorbei, okay. Wie lange geht das Ding noch? 2 Tage, I see. Gut, dann nächstes Mal aber erstmal die nächste Variopedia-Geschichte und mal gucken, je nachdem wie schnell wir da sind, ob wir gleich 2 in einem Part schaffen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und sage Tschüss. Ach, und, wundert euch nicht, falls mal an einem Tag kein Part kommen sollte. Ich bin gerade aufnahmetechnisch nicht ganz so, zeitlich
optimiert. Drücken wir es mal.